Leute, bei alle 5000 Likes dazu gibt es immer wieder eine Schatztruhe, Leute. Merkt euch das. 5000 Likes, eine Schatztruhe, 5000 Likes, eine Schatztruhe, 5000 Likes, eine Schatztruhe, immer wieder und immer wieder. Macht ihr das nicht, gibt es keine Schatztruhen. Dann Parayok. So, Bruder, ich hol dich jetzt mal rein. So. Ja, Shalom, Gottes Segen. Bruder, kannst du mir sagen, warum Papst diese Buch küsst? Warum wohl? Das liegt Warum küsst daran, er? Ja. weil er Gemeinschaft mit der Finsternis hat. Der möchte New Age einbringen. Er hat ja auch gesagt, Audubillah Shaitan. Shaitan. Audubillah Shaitan. dass die Hinduisten, Buddhisten, die Muslime, die Juden, die Orthodoxen, die Katholiken sowieso und so weiter, der hat alle Religionen in einen Haufen gedrückt und gesagt, wir haben doch eh alle denselben Gott. Jeder glaubt nur unterschiedlich, aber das ist trotzdem Ja, der eine Gott, der in also, Gemeinschaft mit der Finsternis. ja, also das heißt, der Papst küsst den Koran, wo der Koran die Kreuzigung leugnet. Verstehe ich das richtig? Richtig, richtig, richtig. Audubillah, Shaitan, Was sagt aber Shaitan, die Bibel? Shaitan. Was sagt die Bibel, wenn man die Kreuzigung verleugnet, der ist der Antichrist. Ne? Ja. Wenn man den Jesus verleugnet, der gekreuzigt worden ist, der ist der Antichrist. Und der Papst, der die komplette römisch-katholische Kirche darstellt und repräsentiert, er Ja. küsst das Buch, wo Du die kennst doch das Kreuzigung Gebäude hier, ne? verleugnet wird. Du bist ja selber Katholik, ne? Also Ex-Katholik, ne? Ex-Katholik, ja. Du hast dich doch auch mal mit sowas beschäftigt, Gerlitzianzhandel. ne? Ja. Was Ist weißt du die. darüber eigentlich? Ich habe mich auch sehr ein bisschen damit beschäftigt. Aber diese Halle Ja, sehen wir weißt ja. du? Ja, da werden Reden gehalten. Da werden Reden gehalten von dem Papst. Na, von dem Papst persönlich. Da besprechen ja nichts. Da wird doch auch eine Predigt gehalten. Aber da sehen wir ja, wie es ja ausschaut. Der stellt sich Ja. doch in der Mitte da. Da, wo Ja. diese zwei Zacken da sind. In der Mitte, im Mund, richtig? Ja, richtig. Und da erkennt man ja, dass der aus dem Mund der Schlange ja letztendlich redet. Da Ja, frage ich genau. mich, wer redet da? Ja, Ne, aber wer. dann würden ja die Katholiken verwenden, seid listig wie die Schlangen. Seid listig wie die Schlangen. Ah, seid listig wie die Schlangen. Okay. Wenn man so listig sein soll wie die Schlangen, ja, was hat denn die Schlange getan im Garten Eden bei Adam und Eva? Ja. Der Teufel hat sich als Schlange verkleidet, Das haben ne? Katholiken geschrieben, ohne Witz. Das haben Katholiken hier reingeschrieben, wir sollen listig sein wie die Schlange. Also sollen wir ein Listenschmied sein, so wie Allah? Ist ein Koranbefehl. Allah ist ja der beste Listenschmied. Hat er ja selber gesagt. Ja, mich wundert das halt, dass in diesem Na? Gebäude hier Allah ist der kein beste Kreuz ist. Listenschmied. Ja, also mich wundert das so, dass Ja, ich sehe auch kein Kreuz. ja. Vielleicht Ich kannst sehe du auch auch kein was Kreuz. Ich sehe dazu nur so einen sagen. Kopf der Schlange. Vielleicht kannst du ja auch da was dazu sagen. Boah, erstaunlich. Lass mal sehen. In der Schrift steht. Was ich über die Bedeckung des Hauptes schon mal reden kann. In der Schrift steht, dass man sein Haupt als Mann nicht bedecken soll, ne? Sonst schändet man sein Haupt, weil unser Haupt der Herr Jesus Christus ist. Wenn wir predigen und weissagen, dürfen wir unser Haupt nicht bedecken. Unser Haupt ist der Christus. Ja. Und die tun genau das Gegenteil. Die tun das, was nicht die Schrift sagt, sondern die bedecken einfach ihr Haupt. Ne? Das ist eine Kopfbedeckung, was sie haben, sehen wir ja. Aber diese Kopfbedeckung hat ja eine gewisse Symbolik. Kannst du ein bisschen erklären, was die Symbolik repräsentiert von diesen Menschen? Was jetzt? Was meinst du? Ja. Mit der Symbolik, die hat ja so einen komischen, ach, sieht aus wie so ein Froschmund. Du meinst den So wie Hut? ein Fisch. Diese Mütze. Ah, hier kannst du das gleich sehen. Hier, dann siehst du das hier. Oh, warte. Ich darf nicht Ja, ich weiß. nur zeigen. Hier, les mal.
Da. The head of dragon, dungeon, the fish god of Babylon. Ah, the mighty of Bishop. Ah, Da, oh, da, ich kann da. nicht mal gut Englisch und ich hab's kapiert. Hier. Da siehst du, also hier, das ist diese Fischmütze. Diese Fischmütze. Erstaunlich, obwohl sogar eine Schrift steht, man soll sein Haupt nicht bedecken. Ne, man Kannst du soll das sein einmal Haupt nicht. lesen? Kannst du das einmal aufschlagen denn? Ja. Schlag das mal auf, schlag das mal auf mit den Ja. Hauptbedecken. Das müsste runter sein. Gib mir kurz eine Sekunde. Das Ja. habe ich hier haben. Ich öffne mal kurz die App schnell. So, das erste Korinther Kapitel 11, Vers 7. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Na, und wenn man sich das auch im Kontext betrachtet, sieht man ja auch, dass unser Haupt der Herr Jesus Christus ist. 1. Korinther Kapitel 11 kann man komplett Ja. lesen, Vers 1 bis Ende. Aber Ja. Vers 7 steht schon mal drin. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Auch wurde der Mann nicht um die Frau willen erschaffen, sondern die Frau um den Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf den Haupt und Haupt haben um den Engel willen. Da muss die Ja. Frau aber Bedeckung tragen, aber nicht durchgängig, sondern nur, wenn sie betet oder weissagt. Und genau so soll es auch der Mann tun, wenn der betet oder weissagt. Na, Ja. Predigt haltet. Dann darf man sein Haupt nicht bedecken, weil unser Haupt, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass das Christus das Haupt jedes Mannes ist. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Ja. Na, die katholische Kirche macht wieder das Gegenteil. Die römisch-katholische Kirche. Ja. Die sagen sogar, ihr sollt ihr Haupt, das ist ja sogar eine dienstliche Kleidung von denen, priesterliche Kleidung, die Bischofskleidung sogar mit dem Diakondienst. Und die sollen ihr Haupt bedecken. Ja, ist ein Muss. Es gibt kein Drumherum, ein Muss. Und dann sehen wir, die römisch-katholische Kirche repräsentiert wieder was ganz anderes, als was in der Bibel steht. Menschengebot ist über Gottes Wort. Ne, Ja. Menschengebot gegenüber Gottesgebot. Da muss man jetzt nachdenken. Wer hat jetzt recht, Gott oder der Mensch? Ja. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 7. Man darf sein Haupt nicht bedecken als Mann. Ja. Das sind Punkte, die man beachten muss. Aber machen viele nicht. Machen sehr, sehr viele nicht. Ja, Alexa, wenn Reza da ist, kann er ja auch reinkommen. Ich wollte einmal was zeigen. Ich wollte einmal was zeigen. Bruder, wenn du willst, du kannst auch liken, liken, liken. Bruder, kannst du einmal was dazu sagen? Was ist das eigentlich? Warum werfen die sich da nieder? Warte, aber noch kommt es. Achte mal bitte auf den Boden. Schachbrettboden. Das sind Zeichen der Freimaurer, Illuminaten. Das ist ein berühmtes Zeichen Warte. sogar auch, ne? Du hast die Kommentare, glaube ich, ausgestellt. Ja, ich werde die Kommentare gleich wieder anmachen. Ach Leute, so, bitte ich einmal dachte, du hast aus fleißig Versehen. teilen. Gleich werden die Kommentare wieder angemacht werden. Hier. Also hier sehen wir ja den Schachbrettboden. Der Schachbrettboden. Das nutzen ja die Freimaurer, die Das Illuminaten, ist das ja, ist ja die Unzeit. das zeige ich auch einmal gleich. Guckt euch mal den Boden an. Das zeige ich auch. Guck mal hier. Au, du Billa. Ah, Shaitan. der Tempel Au, du von Billa. dem Und jetzt. Freimaurer, Ja. wo die Rituale gemacht werden. Ne, da haben die ja ihre Rituale, die machen sogar die Kerzen, die man ja sieht, diese 1, 2, 3 Kerzen. Ja. Na? Warum Ja. drei? Die wollen höchstwahrscheinlich auch die Dreieinigkeit damit kopieren. Die drei Ja. unheilige Heiligkeit Ja. machen die auch an, weil wir sollen ja Licht sein für die Ab Welt und so 15.000 sein die gibt es wieder Licht eine für die. weitere Schatztruhe, Leute. Genau ab 15.000. Ja, aber wir haben ja gerade das gesehen. Also hier sehen wir ja nochmal den Schachbrettboden. Der Und Schachbogen, genau. ja, Und hier das ist sehen genau das wir. Gleiche. Die machen Rituale. Die machen Rituale. Die machen einen Dienst für den Meister. Jetzt ist die Frage, für welchen Meister?
Für Ja, das welchen ist eine Meister? Für welchen Meister machen Sie den Dienst? Aber hier will ich noch mal was dazu sagen. Wir sehen ja das Zeichen der, das zeige ich auch noch mal. Das wollte ich auch noch mal sagen. Guck mal, ich habe mich schon immer gewundert, warum macht man das? Diese Bekreuzigung, das hat die römisch-katholische Kirche hier eingeführt. Der Papst hat sogar aufgefordert, das zu machen. Der hat auch zu den Eltern gesagt, da erinnere ich mich sogar nach einem Video, wo er sagte, bringt eure Kindern die Bekreuzigung richtig bei. Das ist deren sehr wichtig. Das ist mir auch aufgefallen. Ohne dass es mir einer gesagt hat, ist mir es aufgefallen, wo ich noch Katholik war. Dachte ich mir, mache ich irgendwie nicht ein umgedrehtes Kreuz? Das habe ich mir als Kind sogar gedacht und ich war jung. Ich war noch Katholik in dem Zeitpunkt. Da habe ich schon Fragen gestellt, mir selbst, und dachte mir, hä, symbolisiert das nicht ein umgedrehtes Kreuz? Aber die Katholiken würden sagen, ein Petruskreuz. Ein Ja, Petruskreuz. aber guck mal hier, aber guck mal, wir wissen ja selber, hier zum Beispiel sehen wir ja auch ein umgedrehtes Kreuz, ne? Und wir wissen ja, dass dieses Kreuz antichristlich ist, ne? Es ist antichristlich. Es wird auch von den Bösen verehrt, ne? Es Die wird wirklich. Satanisten. Und guck mal, zum Beispiel, ich zeig dir jetzt mal was. Ich zeig dir was. Hier, zum Beispiel, erstmal zeige ich das Bild. Ich guck mal hier. Leute, bitte alle liken, Gas geben, Leute. Gleich gibt's neue Schatztruhe. Und Leute, bitte alle folgen und ja, teilen. Guck mal, hier sehen wir ja auch die Pyramide mit dem einen Auge, ne? Das Ja, und Pentagramm. wie bitte? Das Pentagramm sieht man auch. Ja, und jetzt pass mal auf. Einen Moment, ich mach mal ein bisschen größer jetzt. Hier sehen wir jetzt mal die Katholiken. Ein Bischof ist das. Der sein Haupt wieder bedeckt natürlich mit der Ja, Kippa. und jetzt sehen wir das, dass es hier ist, wir haben ja ein großes Problem. Guck mal, wie alt sind die Pyramiden? Wie alt sind die? Vor Abrahams Zeit gab es die, glaube ich, schon, oder? Vor Ja, Abraham, ne? das war sogar auf jeden Fall vor Mose Zeit, ja. Ja, Bei okay. Mose Und Zeit was gab es hat das jetzt schon. bitte, guck mal, und komischerweise diese Pyramide, diese Spitzen, du siehst ja, ich zeig dir einmal ganz kurz was. Weltweit gibt es ja überall Pyramiden. In Südamerika, Australien, Afrika, Letzten es gibt sogar Afrika, in genau. Europa, sogar in Europa gibt es Pyramiden, ne? Sogar in Deutschland gibt es eine Pyramide. Ach, in Deutschland auch? Ja, in Deutschland gibt es im Wald eine Pyramide. Ich glaube, das haben die Wikinger gebaut, die Germanias, ne? Germanias. Muss man eingeben, Deutschland Pyramide, das ist so auch so klein, nicht groß, so klein, ich glaube so groß wie so ein Baum. Ne? Und ja, warum gibt es überall Pyramiden? Warum überall diese Pyramiden? Und wir wissen ja, dass diese Pyramide mit dem einen Auge und diese Spitze da oben und die Pyramide, die leuchtet, wir wissen ja ganz genau, wer das ist. Das hat ja nichts mit Gott zu tun. Das ist ja Schwachsinn, wenn man sagt, das ist Gott. Nein. Wir wissen, dass der Engel ein Lichtbringer ist. Er ist ein gefallener Engel, ein Lichtbringer. Die Pyramide leuchtet, siehst du? Die Spitze der Pyramide ist Luzifer, das allsehende Auge, der Ach, Einäugige. siehst du diese kleine Babys da unten? Das sind Cherubs. Die wollen damit den Liebesengel damit zeigen, beziehungsweise sowas gibt es in der Bibel nicht, aber das ist eine Symbolik dahinter. Ich glaube, die nennen sich Cherubins. Und die mit diesen Armor Pfeil und so weiter, das hast du bestimmt schon mal gesehen und gehört. Das symbolisiert das auch, die Ach so, Götzen. warte, ich Das muss eine Götzen. Schatztruhe reinknallen. Ich habe voll vergessen, sonst bin ich ja hier. Dafür knalle ich einmal zwei hintereinander rein. So, aber siehst du das, Bruder? Dieses eine Ja. Auge, ne? Guck mal, die sagen, das ist die Trinität. Das ist nicht die Ja. Trinität. Man kann sagen, ja, man kann das verwenden, man kann das verwenden, aber das ist nicht die Trinität. Man Ja. kann sagen, es ist das Auge Gottes, was über die ganze Welt sieht. Das kann man auch verwenden, aber es ist nicht. Bruder, zeig mir das bitte in der Bibel. Zeig mir das in der Bibel. Zeig mir das so in der Bibel, dass das ein christliches Zeichen ist, dass das die Apostel benutzt haben. Finde Zeig mir das im ersten Jahrhundert, dass die Apostel sowas verwendet haben als christliches Symbol. Zeig es mir in der Schrift, außerbiblische Quellen, biblische Quellen, dass das christliche Symbole sind. Das wurde 300 Jahre nach Jesus Christus wurden diese Symbole verwendet. Aber davor gab es sie schon 1000 Jahre, gab es schon diese Symbole.
Ja, das ist ein bisschen komisch, oder? Ja, Zum schon ein Beispiel, bisschen kurios. warte mal, ich zeig dir jetzt was. Ich zeig dir jetzt mal was. Warte. Alle Pyramiden der Welt. So. Warte. Guck mal hier. Ich zeig dir jetzt was. Ich hatte das mal. Hier, jetzt, genau, jetzt habe ich das Bild. Guck mal, jetzt habe ich das Bild. Guck mal, wo die Pyramiden alle. Guck mal, Mexiko. Mexiko, Türkei. Mexiko. Warte. Mexiko. Me Mexiko spielt ja auch eine wichtige Rolle im Mittelalter damals. Das weißt du, ne? Ägypten. Ägypten. Indonesien. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Wir machen mal in China. Überall, guck mal, egal, auch in der Türkei. Aber ist jetzt völlig egal. Aber siehst du, dass diese Pyramiden überall auf der ganzen Welt sind? Also irgendwas stimmt hier nicht. Hier auch nochmal, guck mal, damit du das mal siehst. Ich zeig dir das mal. Nicht nur Ägypten hat Pyramiden, siehst du das? Ja, die gibt es, die kann man ganz leicht googeln. Ne? Pyramiden Siehst auf du der das? ganzen Welt, Ja. da gibt es einige. Nicht nur Ägypten hat Pyramiden, das stimmt ja. Ja, genau. Überall siehst du diese Pyramiden, siehst du das? Diese Leute Und die haben wurden ja da, gebaut von der lange warte, Zeit, warte, ne? Bruder. Und jetzt recherchier mal, die haben zu der damaligen Zeit Menschenopfer gebracht. Die haben ihre Götter geopfert. Sie haben den Einäugigen, die Schlange, geopfert. Ja. So. Natürlich denken die Katholiken oder weiß ich nicht, verwenden das, ja, das hat die katholische Kirche eingefügt. Nein, 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 diese Pyramide und das eine Auge gibt es schon zu den Heidenvölkern. Verstehst du? Ja, und Das ist nichts Christliches. das ist ja auch lustig, weil das wurde von einer lange, lange, lange Zeit gebaut und Ja. unabhängige Menschen, unabhängige Länder Ja. planen auf einmal ein, so eine Pyramide zu bauen oder wie? Guck mal, ich Ja, zeig und dir noch was. Ich zeig dir noch was. das Ich ist zeig dir noch was. Warte, warte, warte. Ich will den Leuten was zeigen, damit die Leute noch mehr aufwachen. schon. Guck dir dieses Symbol an, ne? Guckt euch dieses Symbol an, Leute. Evangelische Beratungsstelle. Okay. Die evangelische Kirche macht Werbung. Okay, guckt euch das bitte an. Siehst du das? Ich sehe das. So. Was schätzt du, was ist das denn für ein Symbol? Das ist ein Symbol, Zeichen dafür. Es gibt zwei Farben sogar dafür. Es gibt unterschiedliche Symbolik. Ich glaube, das ist für Jungs, für kleine Jungs, Kinder, eine Symbolik, dass man auf Kinder steht, also auf Jungs Ja, warte, wir gucken steht. jetzt mal, weil die Leute müssen Beweise, wir müssen den Leuten auch Fakten und Beweise geben, weißt du, wir können nicht einfach, deswegen gebe ich den jetzt auch, so wie du das gerade sagst, ne? Also du Kein sagst, es ist Beweis. ein Pedo-Zeichen, ne? Ist ein Peto-Zeichen für kleine Jungs. Okay, dann gucken wir mal, ob das stimmt, was du sagst. Okay. Ich bin auf der Seite, und hier siehst du auch, das ist von FBI. FBI, FBI Pädophilie. Gibt es verschiedene Symboliken, die so da aussehen. Hier sieht man das Dreieck jetzt. Ne? Hier sieht man auch nochmal das Dreieck auf so eine Art. Dann sieht man hier das Dreieck in dieser Form. Ne? Es gibt so unterschiedliche Dreiecke hier auch. Dann sieht das Dreieck so aus, so, ne? Quer, links, rechts. Okay, so. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwie eine Verbindung mit ist. Das ist ja Wahnsinn, oder? Also irgendwie ist es. Sehr, sehr Also starke es ist ganz, Ähnlichkeit. ganz unheimlich. Ich weiß nicht, wir gucken uns das Symbol nochmal an oder brauchen wir gar nicht oder wir gucken uns nochmal an. Also achtet nochmal drauf auf diese Kringel hier. Das ist sehr wichtig. Unterschiedliche Form habe ich ja gesagt. Leider kann ich nicht mehr ranzoomen. Hier sieht man das auch genau besser. Das ist das Symbol auch. Hier sieht man auch. Ja, die evangelische Kirche ist also macht Werbung mit so einem Zeichen. Da, wo unsere Kinder dann Gottesdienst feiern. Ja. Erstaunlich, ne? Ja. Erstaunlich. Jetzt weißt du, jetzt können sich die Leute auch vorstellen, warum so viele Missbrauchsfälle in den Kirchen passieren. Kirchen sind. Ja, jetzt wisst ihr auch ungefähr, warum so viele Missbrauchsfälle da so sind.
Weil er Ja, dann Schwester Lisa. das ist wirklich erstaunlich, weil du Ja, kannst das das zeigt, ganz leicht warte. nachgucken. Nein, das ist in Frankreich sind beispielsweise im Jahr Zeig mal. 2022 müsste es sein. Evangelische Kirche, Pentagramm. Ne, und Guck das mal. sind ja 3.000, 4.000 Missbrauchfälle, Warte, ne? warte, warte. Ich will jetzt den Leuten was zeigen. Ich will den Leuten was zeigen, damit sie es mit ihren eigenen Augen sehen. So, ich zeige euch jetzt einmal was. Guck mal, Leute. Guckt euch das bitte ganz genau an. Guckt euch das Zeichen an. Ja. Achtet auf die Zeichen. Immer auf die Zeichen achten. Immer auf die Zeichen achten. Evangelische Kirche. Leute, denkt ihr wirklich, das Problem ist, die Christen setzen Satan. Warte. So. Guck mal noch mal dieses Symbol hier an. Siehst du das? Sternsymbol, da links Ja, warte, auch. warte, warte, warte. Ja, warte, warte. Guck mal links. Also links, rechts. Siehst du das? Ja. Und jetzt gucken wir uns noch mal die Symbolik an. Hier sehen, gucken wir uns noch mal den Stern an. Wir gucken uns das Zeichen noch mal an. Vielleicht bin ich auch verrückt, aber siehst du das? Es ist kein Zufall mehr, Bruder. Das ist kein Zufall mehr. Nee, die machen da so offen und klar. Die Das ist Menschen also sehen es, aber deswegen die passieren auch so viele Missbrauchsfälle. Und guck mal, du musst sogar in den großfrei evangelischen Kirchen. Also ist das Wesen so mächtig, dass es die Kirchen kontrolliert. Kann das sein, dass wir sind entweder verrückt, du und ich, wir sind wirklich entweder richtig verrückt, ne? Weißt du, oder die Christen. Oder die Nein, Christen. nein, entweder sind wir Verschwörungstheoretiker verrückt, wir bilden uns das ein. Ne, wir haben nicht mehr alle Lappen am Zaun, weißt du, weil die Leute sagen ja, wir sind ja voll die verrückten Verschwörungstheoretiker. Oder wir zeigen den Leuten so hart die Realität, dass es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Guck mal, hier siehst du das? Das hängt einfach an der Scheibe. Das hängt einfach da. Was ist denn das für ein Zeichen? Was Was ist denn symbolisiert das? das, ne? Ja, warte mal, Erstaunlich. was ist denn hier los in den Kirchen? Ey, entweder sind wir wirklich so, wie die schon sagen, wir übertreiben, wir steigern uns da rein, oder wir sind einfach wirklich. Wir zeigen den gerade, weißt du, Wahnsinn, was ey. ich meine? Nein, das ist wie eine Backpfeife ins Gesicht. Das ist unfassbar krank. Und das habe ich wirklich in Kirchen gesehen. Ey, ich bin in Kirchen reingegangen, ich habe das gesehen. Pentagramm, Hexagramm, Schachbrettboden. Total so Yin-Yang-Zeichen. Zum Beispiel die Fruchtbarkeitsgöttin, die Tauben. Ey, es kann doch nicht wahr sein, dass wir mit unseren Augen das sehen und dass die Christen sagen, ja, das ist zu übertrieben, das gibt's nicht. Doch, doch, es gibt's, siehst du doch. Siehst du doch hier. Vor deinen Augen. Ja, die schauen So. sehr, sehr, Also sehr offen. die evangelische Kirche, guck mal, ich sag ganz ehrlich, ich hatte damals, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin, ich habe auch nicht gedacht, dass die evangelische Kirche, dass es jetzt so extrem ist wie bei der katholischen, aber die evangelische ist genauso. Sogar Die haben das auch falsche Lehren, die evangelische Kirche, ne? Die haben Ja. ja auch Frauen als Priester zum Beispiel, die lassen Frauen Ja, predigen, genau, genau, ne? genau. Und hier siehst du das auch an den Fensterscheiben. Und genau wie du schon sagst, Frauen, die predigen, LGBT-Fahne. Aber nochmal Ja. zurück zu den Katholiken, siehst du das hier? Ja, guck mal, wie die angezogen sind. Guck mal, wie die angezogen. Ich weiß schon, die sehen ja aus wie diese Freimaurerlogen, wie die angezogen. Ich habe einen gesehen, der hat genauso ähnlich ausgesehen. Die bei den Schwarzen, jetzt sehen die mit Schwarz-Rote. Ne? Ja. Genauso haben die sich angezogen für die Rituale. Ja, Wahnsinn. aber weißt du, wie kann man denn sowas die ganze Zeit verteidigen? Wie kann man denn die ganze Zeit sowas verteidigen? Ich frage mich, warum? Was hat man denn davon? Was hat man, wenn man in einer Lüge stirbt? Was hat man das, wenn man sich selber anlügt? Erkläre es mir. Ja, die lieben die Lüge Aber mehr guck mal, das als die Kreuz, Wahrheit. guck mal, das Original, guck mal hier. Die denken, ich mache Photoshop. Das kannst du selber gucken, hier. Das ist doch was. Warte Symbolisiert mal. eine Schlange auf dem Ja, aber Kreuz, warte ne? mal, guck mal, als allererstes, guck dir mal bitte das Bild an. Das ist ja ein Kreuz, was so fallen wird. Das Kreuz wird fallen. Siehst Ja. du?
Das Kreuz wird in der Endzeit fallen, also es ist schon gefallen. Die Schlange, siehst du auch hier, frisst das Kreuz. So, wie kann man so einen Vortrag bitte machen? Jetzt ohne Witz, ich frage dich ehrlich, wie kann man so einen Vortrag machen? Wahnsinn. So, Das Leute, wirklich. bei den nächsten 5000 Likes gibt es wieder eine, bei den, also bei 35.000 gibt es wieder eine Schatztruhe. So, guck mal hier auch, Bruder, ich zeig dir das mal. Hier, ehrlich, ne? Und ich frage bis heute, ey, ohne Witz, wenn ich in einer Kirche wäre und ich würde das sehen, ne? Ich würde sagen, du bist ein Verräter. Ich würde sagen, du Verräter, du bist einfach nur ein Heuchler und ein Verräter. Du kannst dich nicht Christ nennen. Was sagt Brudi. denn das Wort? Habt keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Ja, hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Epheser 5, Vers 11. Hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sondern deck sie vielmehr auf. Ja, Epheser Kapitel 5, Vers 11. genau. Aber auch diese Bilder hier sind sehr, sehr hart verstörend. Sehr hart verstörend. Und die denken wirklich, ah, die haben das. Entweder muss man wirklich, ja, verstockt sein, verhärtet sein, verdorben sein, weil anders geht's ja gar nicht. Verstehst du? Ja. Blind, blind. Die Augen sind Die blind. Die machen sind Augen, verdorben, Ohren Mike. zu. Ey, ist es. Wahnsinn. Moment, warte mal ganz kurz, Bruder. Du kannst ja auch was sagen. Du hast ja die, du bist ja der katholischen Kirche du bist ja rausgetreten. Erzähl doch mal, warum bist du da rausgetreten? Wie hast du eigentlich Ja, erkannt, kann ich erzählen. dass das falsch ist? Ich kann dir erzählen, da fing ja alles an, wo ich 16 Jahre alt war. Ich wollte Gott ja näher kennenlernen. Ne? Klar, dann hat man die Bibel zu Hause, dann liest man halt die Bibel. Und ich wollte mehr in die katholische Richtung reingehen. Ich hatte Kontakt mit einem Priester, der war damals Priester, heute ist er ein Kardinal in der katholischen Kirche, also eine Stufe vor Papst ist das. Im Vatikan lebt er auch. Und ich habe ihn immer Fragen gestellt. Ne? Ja, wo steht denn die Babytaufe in der Bibel, Firmung in der Bibel, Kommunion in der Bibel, Weihnachten in der Bibel? Wo steht das alles drinne? Die ganzen Lehren, die gelehrt worden sind in der Ja. katholischen Lehre, wo steht das in der Bibel? Ich wollte ihn fragen, ich war wirklich interessiert, wollte das nur wissen, wo es drinne steht, Ja. woher die Quelle kommt. Ja, und er Ja. sagt mir ins Gesicht, ja, da gibt es keine Bibelstelle, gibt es nicht. Ich so, wie gibt Ja. es nicht? Ja, gibt es nicht. Gibt, der wird höchstens Kirchenväter zitieren, aber die Bibel kann er nicht zitieren. Gibt's nicht. Der hat mir auch beispielsweise gesagt, Tattoos sind erlaubt für einen Christ. Hauptsache, es sind nur schöne Tattoos, ne, christliche Ja. Tattoos und nicht, obwohl die Bibel sogar sagt, wir sollen keine Malereien machen. Ich habe beispielsweise ein Tattoo gemacht, ja. Das war aber die Zeit, wo ich 17 war, da war ich noch ein Katholik. Nein, ich kannte es Ja. nicht besser, war noch ein Feind Gottes, mit anderen Worten. Aber ich habe Stück Ja. für Stück Gott kennengelernt und habe Gott angenommen. Durch Bibellesen, wirklich durch Bibellesen. Nicht einer hat mir was reingeredet. Wirklich alleine Bibellesen, weil ich kannte niemanden. In meinem Freundeskreis kannte ich nur Ja. weltliche Menschen. Keinen Christen kannte ich. Bibellesen und ich habe Fragen gestellt an Gott. Und ich habe so herausgefunden, dass irgendwas nicht stimmt mit der katholischen Kirche und die Heilige Schrift, weil die Bibel sagt, ah, die katholische Kirche sagt nicht B, die sagt Z. Da stimmt was nicht. Ihre Ja. Traditionen, an Maria Fürbitte, für wen machen wir das? Wo steht das in der Bibel? Wir sollen unsere Gebete an Maria geben oder generell an Heilige. Und die geben es an Gott weiter. Ist Gott nicht allmächtig? Kann er die Gebete nicht sofort nehmen? Steht nicht in Jesaja Kapitel 8, Vers 14 bis 17, dass wir uns nur an Gott wenden sollen und Gott Ja. befragen sollen und nicht die Toten Ja. für Gott befragen Ja. sollen? Ja, und das ist erstaunlich. Ey, Die Bruder, ich mache harten dich gerade zum Menschen mit Gott. Moderator hier, ja? Ja, mach mal. Damit du die, ich gebe dir die Vollrechte, damit du die Leute auch direkt melden kannst, also stummen kannst und direkt auch Ja. sperren kannst. Wenn ich da direkt was sehe, ja. So, und ja, das ist erstaunlich. Die Gebete gibt man ab. Ja, und jetzt muss man vorstellen, wir haben jetzt mal so eine Heilige, die nimmt Maria jetzt zum Ja, Beispiel. ja. Okay, 1,5 Milliarden Christen beten jetzt, geben ein Gebet ab an Maria. Ja. Kann eine Maria 1,5 Milliarden Gebete anhören? Kann es nicht nur der Allmächtige?
Alles hören, alles erkennen. 1,5 Milliarden Gebete gehen dann an eine Person. Wie soll das denn gehen? Ist sie allmächtig? Kann sie alles hören? Kann sie alles verstehen? Die haben die als Mittler zwischen Gott und den Menschen gemacht, obwohl in 1. Timotheus 2,5 steht, der einzige Mittler Ja, das ist zwischen ja Gott wie und den ein Gott. Menschen, Warte Jesus mal, Christus. verstehe ich das richtig? Das bedeutet, wenn jetzt die Leute überall Fürbitte machen für Maria auf der ganzen Welt, das heißt, an einem Tag machen doch bestimmt 10 bis 20 Millionen Menschen Fürbitte, oder? Ja, Ungefähr. sogar mehr. Okay, sagen wir einfach mal 10 Millionen, 10 Millionen. Okay? Ja. Wir wollen nicht übertreiben. Machen wir 10 Millionen Okay. machen am Tag Fürbitte. Wollen wir mal einfach so festhalten. Das heißt, das ist ja unfassbar. Sie hört alle Gebete auf der ganzen Welt, musst du dir mal vorstellen. Und sie wird auf der ganzen Welt verehrt und angebetet. Das heißt, das ist ja wie ein Gott. Das ist Wahnsinn. Es gibt einen Bibelvers, Jesus hat mal was dazu gesagt. In Lukas Evangelium steht sogar was drin. In Lukas Kapitel 11, ich muss jetzt selber kurz mal die Bibel aufschlagen, das müsste Vers 27, 28 sein. Da steht was drin. Weil da sehen wir die erste Katholikin, die erste Orthodoxin. Ne? Symbolisch jetzt gesehen mit erster Katholik, weil die kamen ja 400 Jahre, 1050 Jahre später, die Katholiken und die Orthodoxen. Ja. Aber so eine, der gleiche Gedanke gut war dabei. Lukas Kapitel, boah, ey, das habe ich geschenkt bekommen, ne? In meiner Katholikenzeit habe ich das geschenkt bekommen. Dieses Zeichen. Bruder Reza, komm doch rein, Bruder Reza. Das war krass. Das habe ich in meine Kommunion geschenkt bekommen. In meine Kommunion kriegst du das. Ja, dann schenk mir das Kreuz jetzt. Dann will ich es jetzt tragen. Das X, was symbolisiert wird, ne? Das Dann will ich X. das. Nein, Spaß, Bruder. Dann will ich das tragen. Dann will er das tragen. In Kommunion, boah, ich erinnere mich, wie ich das so ein silbernes, großes Ding, größer als eine Hand gefühlt, ne, kriegst du sowas geschenkt. Ja. Das dann, guck mal, was da auch trägt. Kannst du dir mal anschauen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hier, Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28. Guck mal, da hat Jesus eine Predigt gehalten, die hat geredet und da war eine Frau in der Volksmenge und die hat was gesagt. Hören wir sie mal an, was sie gesagt hat und was Ja, Jesus aber warte sagt. mal ganz kurz, ich wollte einmal was Ja? dazu sagen. Ja, zeig. Weißt du, wer die Taube ist hier? Die wollen damit Gott symbolisieren, aber ich weiß, was damit ist. Das ist auf jeden Fall diese Fruchtbarkeitsgöttin. Hier dieses X. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, dieses aus Ägypten. Wie heißt es nochmal, Ach, bitte? wie heißt das? Wie heißt es nochmal? Ich Da, habe das das gerade rechte Ding, was er vergessen. da anhat? Nein, warte, diese Pharao, was, wo sie so die Arme umxen. Bruder Reza Ja, weiß das. dieses X. Ich verstehe. Das habe ich ja gesagt, ein X. Das ist, ich weiß, Ich was habe du das gerade meinst. vergessen. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Warte ganz kurz. Ja. Oh, wie heißt das nochmal? Mann. Oh, hier. Ich muss das auf jeden. Warte mal ganz kurz. Ich zeige dir. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Ja, wie war? So, Pharao X. Siehst du das? Warte. Ich will dir das einmal zeigen, weil ich habe das gerade total gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe das gerade voll vergessen. Der Reza weiß das jetzt gerade. Ich habe es gerade. Ist der gerade hier, der Rieser? Ja, aber. Der soll mal kurz hoch und der büstet sofort. Ja, ich habe das gerade. Oh Mann, wenn ich dir das nur zeige, dann sehen das die. Das ist genau das Gleiche. Der hat die Arme gekreuzigt und hat so ein Lamm auf dem Dings da. Ja, ich weiß das. Ich weiß auch, wie das aussieht. Ich habe den Namen selber vergessen. War vor langer Zeit, wo ich da mal damit mich. Das habe ich aber sogar einmal beim Bruder im Glauben, glaube ich, gesehen, der es mal offenbart hat. Ich glaube, Reza war das sogar. Ja, warte ganz kurz. Im Facebook, der hat das mal gezeigt. Das war aber lange her. Wo ist denn das jetzt? Ey, Bruder, das ist gerade richtig. Jetzt habe ich es, glaube ich. Oh Mann. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Hier. Hier. Das sieht man leider sehr schlecht. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Oben. Oben, Ja. ganz oben ist das.
Ja, die Arme gekreuzigt, so wie so ein X. Ich glaube Osiris. Wie? Osiris, da, wie das heißt, glaube ich. Osiris. Osiris. Und guck mal, die Ägypter vorher und Da, jetzt die genau das römisch-katholische Gleiche, genau das Kirche. Gleiche, genau das Gleiche, Genau aber das halt ein bisschen. Gleiche. Ja, guck mal, siehst du das? Die Arme gekreuzigt, wie so ein X. Genau. Hier sieht man Die nochmal. Kommunion wird jetzt schon verteilt, das ist der Wahnsinn. Mit den Schlangentempel nochmal, wo der Papst drin sitzt, in diesem Gebäude da. Ja, Wenn du also zum Beispiel, Adozienzhalle. wenn du zum Beispiel da, wenn du das zum Beispiel an der Seite, wenn du das, diese Figur hier, von vorne siehst du das jetzt nicht richtig, aber von der Seite siehst du genau, es ist ein Schlangenkopf. Das ist so heftig. Das ist so ultra heftig. Hier wollte ich nochmal zeigen. Das hatte ich ja auch nochmal gezeigt mit diesem Zeigen hier, mit diesem Ah, mit der Symbolik ja. von FBI. Das Genau. Pedo-Zeichen, das mal auf kleinen Jungen steht. Ja, genau. Hier. Wahnsinn. Guck mal, wie die das haben, der Papst, die Bischöfe. Ja. Ganz normal für die. Ja, es ist Das so hier, heftig, das ne? Kreuz, Ja, warte, aber was ich zeig's dir nochmal angeklebt jetzt ist. besser, weil jetzt kann ich es nochmal besser zeigen. Warte. Dann sieht man das noch viel, viel, viel besser. Guck dir das mal an. Ah, ja. Aber warte, wir machen das nochmal hier, damit die. Warte. Hier. Warte, wir gucken uns nochmal die Pyramide an. Warte. So. Dann gehen wir hier. Und dann siehst du das? Ja, ich sehe das. Das Logo AK Boiler, aber genau, von FBI. Das ist Ja. ja ein Zeichen, dass die draufstehen. Das sind kleine Jungs, ne? Pedo-Zeichen ist das. Die stehen auf Jungs. Nicht auf Mädchen, nur auf Jungs, aber die Kinder sind natürlich. Ja, genau. Ein Alter zu nennen, jetzt 5 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre. So ein Alter. Jetzt in diese Richtung geht das. Ja. Ja, Ja, genau. dass die sich ein Alter auch vorstellen können, die Zuschauer. Na, ist Ah, warte wirklich. mal, deutsche Satanistin kann jetzt mal hochkommen. Endlich mal, endlich. Ach, An die? dem Oh, Tag habe ich Wahnsinn. gewartet. Au, du Bella. Oh. Au, du Bella. Stolze Satanistin, nimm an. Ich werd dich so lange nerven. Ich werde dich so lange nerven. Ist mir egal. Entweder nimmst du an oder du gehst raus. Na, dann geh Boah, da bin raus. ich jetzt gespannt, weil die hat auch das Team Bruder meines Resa, komm Cousins doch immer mal rein. verfolgt. Bruder Resa, komm doch nur für eine halbe Stunde rein, dann wenigstens. Wenn das okay ist. Ja, hier sieht man das nochmal. Wahnsinn. Ja, vielleicht will er ja nicht, ne? Vielleicht kann er auch nicht. Wir wissen ja nicht. Vielleicht kann er sogar auch nicht. Aber das ist auch sehr, sehr heftig hier, dieser Stab hier. Ja, guck dir das an. Hier dieser Stab mit der Schlange drumherum, das siehst du auch in Apotheken, medizinischen Bereichen. Ne? Das ist ja auch überall vorzufinden. Ne? Und das sieht man, also überall. Genau, Ja. wenn du so einen Krankenschein auch ziehst, zum Beispiel beim Arzt, ne? Dieses pinke Schein, was Ja. du ja bekommst. Unten links ist einfach dreimal die 6 abgebildet. 666. Und das Erstaunliche ist, jemand hat sich wirklich mal damit befasst, wirklich befasst. Das ist denen sowas von egal, Bruder. Mir ist aufgefallen, den interessiert das nicht. Das ist denen sowas Ne, ist von denen egal. egal. Das ist denen wirklich egal. Also die Das ist Menschen denen sowas ignorieren von uns. egal. Guck mal hier, auch hier, das ist denen egal. Ich habe mal Katholiken gesehen, die wollen Freimaurer auch aufdecken und denken mir so, ihr seid doch selber in solchen Gebieten drin. Erkennt ihr die Zeichen nicht in euren eigenen Kirchen?
Ja, traurig, ne? Ne, ich denke, so fangt doch erst bei euch selbst an, bevor ihr an andere, ne, auch macht. Zieht doch erstmal eurer Splitter in eigenen Auge. Ja, Also es ist halt das ist wirklich traurig. Wahnsinn. Ja, es ist halt traurig, dass Ja. die Menschen sind sehr verhärtet, Bruder. Da darfst du nicht vergessen, die sind verhärtet. Die sind total verhärtet. Wie Pharao damals, ne, der öfters Ja, Gottes Wort die sind gehört hat und dann total sein verhärtet. Herz, nicht sein Herz wurde selbst verhärtet, sondern Gott hat sein Herz am Verhärten lassen, damit es Genau, an einem genau. Das Lügen Problem ist, glaubt. egal wie viele Wahrheiten du denen zeigst, egal wie viele Beweise du zeigst, das ist denen scheißegal. Ja. Es ist denen Das ist wirklich mega. egal. Das musst du dir mal geben. Die haben auch ein Problem, wenn die Gottes Wort hören, ne, und man die ruft, die wollen nicht gerufen werden. Die wollen, guck mal, ich kenne selber so viele Katholiken, die sind am Wochenende feiern, ganz ehrlich, sind richtig, die saufen sich richtig tot, halb tot, schickt und Wahnsinn. sportlich. Und dann, ja, siehst du da, kommen die wieder den Sonntagsgottesdienst mit der ganzen Familie und dann geht das wieder ganz normal der Tag hinein. Kenne ich viele, die sowas Als machen. wäre nichts passiert, so, ne? Alles sowieso. Man hat sich die Kante gegeben in eine gewisse Disco und dann Oder ich mit nette kannte einen. Damen oder so. Oder ich Ne? kannte einen, der war Einbrecher. Der hat immer so Einbrüche gemacht und dann sonntags geht er so Gottesdienst. Mit katholischen. Ja, ehrlich jetzt, kein Witz. Das sind Polen. Wahnsinn. Ja, ehrlich jetzt, kein Witz. Ehrlich jetzt, wenn man da so rüber mal nachdenkt, wie krank das eigentlich ist, du bist so am Einbrechen, du gehst so Spielhalle. Und dann gehst du so mit deinen Eltern sonntags morgens so am katholischen Gottesdienst. Ey, das ist so krank, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo ich in der Welt war, habe ich das nie verstanden so richtig. Ich kannte ja auch einen, das waren auch so Deutschpolen und die haben selber getickt, haben Drogen genommen, Drogen verkauft, Ja. Drogen gemacht. Und immer so sonntags, wenn die Oma gekommen ist, so Gottesdienst gemacht. Ey, so richtig kaputt, Als diese wäre nichts Katholiken. passiert, so, ne? Als wären Ja, die so ob, die ja, ob gar nichts passiert mehr, so ganz normal. Teilzeitchristen hier. Ja. Ich kenne auch jemanden, wirklich. Ich kenne auch sogar jemanden, der ist in diesem Milieu ganz groß unterwegs, sogar in Drogengeschäft. Und ja, aber wenn man in sein Haus reingeht, ganz groß, ne? So eine Maria, ne? So ein fettes Kreuz mit Jesus drauf. Und so, dann denke ich mir, aber du bist in diesem Milieu, aber ganz, ganz heftig drin. Aber der Kreuz ist riesig. So groß wie eine Wand gefühlt. Na, und da ist schon erstaunlich, ja. Da ist diese Heuchelei. Denken auch, so größer der Kreuz und so mehr Sünden werden die vergeben, so denken die anscheinend. Und das ist wirklich krass. Reflektieren ihr Leben nicht. Die wissen auch gar nicht, was Christ eigentlich bedeutet. Wir sollen ja nachfolgen. Jesus sagt ja, nehme dein Kreuz auf dich, Ja. verleugne dich selbst und folge mir nach täglich, nicht Ja. teilzeitlich, wöchentlich, monatlich, täglich. Ja, aber das ist Ne? halt Teilzeit, ne? Das ist traurig. Das Niemand ist will wirklich wirklich Leid traurig. auf sich nehmen. Niemand will sich wirklich selber verleugnen. Du siehst das doch. Wer will sich denn selber verleugnen? Ihr Stolz tun die höher, ne? Oh, ihr Stolz tun die höher als der Glaube. Ja, genau. Das ist wirklich traurig. Also wirklich an die Zuschauer, ne? Jetzt mal, damit ihr es alle hören. Beten kann man nur für die. Beten, es besteht ja noch Hoffnung. Es ist ja nicht so spät, ne? Egal wie Ja, viele aber Sünden ihr begangen habt, es guck ist nicht mal, so spät. Ihr könnt auch den Herrn anrufen. wenn die Bibel sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, ne? Mhm. Und es gibt's ja, guck mal, das Problem ist bei vielen Christen ist einfach nur, viele Christen sind einfach, die sind nicht in der gesunden Lehre zum Teil. Viele Christen haben wirklich gar keine aufrichtige Bruderliebe. Bruderliebe, ne? Die kennen das gar Ja. nicht. Die wissen gar nicht, was Bruderliebe. Verstehst Ja, die du? Bibel steht in der Bibel. In der Bibel steht, wenn man seinen Bruder hasst, ist man ein Mörder und ein Mörder kommt nicht ins Paradies. Guck mal, ich zeig dir noch ein Bild, ja? Ich zeig dir noch ein Bild. Ja, gut. Weil wenn man ja einen Bruder hasst, so hat man den ja im Herzen getötet, ne? In Herzen hat man ihn schon getötet. Und wenn die Ja, wirklich das ist auch im Leben lang Vatikan. so leben. Das habe ich auch von der katholischen Kirche. Guck mal hier. So.
Das ist eine Münze. Hier, das soll Luzifer darstellen. Aber die Münzen, habe ich die mal gesehen? Ja, die haben ja aber viele Zeichen. Also die römisch-katholische Kirche, du musst mal in Italien gehen. Ne? Die haben auch Zeichen. Hier ein Beispiel. Ein Beispiel. Das ist ein ganz Großheiliger für die katholische Kirche. Padre Pio nennen die den. Die nennen den Padre Pio. Ach, stolze Satanistin. Ja, Ja, wie Shalom. groß wollen wir unbedingt wissen? Ja, endlich. Ja, Ja, jetzt ist er du bist pausiert. ja. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mal wirklich eine Frage. Man nennt Warte sich ja ganz kurz. Deutsch. Ja? Warte, erstmal müssen wir, wenn der Gast schon hier ist, dann soll sich der Gast auch zu Hause fühlen. Warte ganz. Boah, ey, wenn da jetzt so ein Kinderkack kommt, ey, ganz ehrlich, das ziehe ich mir nicht rein. Ich bin nicht im Kindergarten. Jetzt lass mich raten, weil du, ey, eh so ein Kind bist, obwohl du übrigens ein Jahr gerade mal jünger bist als ich, kommt jetzt bestimmt dieses Höllenbild. Wer weiß, also ich bin jetzt selber gespannt. Dieses eine mit der Türe, weil mir nichts Besseres einfällt. Lass dich Aber überraschen, du, lass dich überraschen. Danny, der Filter, beziehungsweise dieser neue TikTok-Trend, der gefällt dir doch bestimmt, oder? Mit dem einen Auge. Das Bild ist es hier. Ach, Nee, schön. hätte ich mir schon fast. Ja, erstmal, wie geht es dir denn eigentlich? Ich will dich ja auch mit Liebe und Respekt behandeln. Du bist ja schon seit Anfang an hier bei mir drin. Seit Anfang an. Sogar bei meinem Cousin war Naja. die, ist die immer drin, bei Timey Day, ne? Da warst Ja. du auch immer drin. Wie alt Das habe ich bist du auch denn, gesehen. stolze Satanistin? Habe ich gerade schon gesagt, ein Jahr älter als du. Ich habe es nicht mal gehört. Ich habe es ehrlich nicht gehört. Ich bin 33. Ja, okay. Ja, gut. Schön, schön. Und ich habe das mitbekommen, wie du dich niedergemacht hast. Wie bitte? Und die Truhen so schön hergegeben hast. Ja, das sind die ganzen Spendengelder, die ich dann wieder zurückgebe, ne? Für die Zuschauer. Das macht man aber auch als guter Christ. Man behält das nicht für sich. Wie soll ich das dann für mich behalten? Nein, ich sag's nur. Man kann übrigens die Spenden auch ausmachen. Ja, ist ja auch egal. Also, ich wollte dich eigentlich fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, so eine Hexe zu werden oder Satanistin zu Eine werden? Hexe. Ja, Satanistin. Entschuldigung. Das ist eine private Geschichte, die ich definitiv hier nicht erzählen werde. Ja, aber bist du denn irgendwo Mitglied oder läufst du da einfach jetzt so mit schwarzem Mantel rum und mit rote Du, nicht Kontaktlinsen jeder und Satanist, ja, erstens das mal vorweg, nicht jeder Satanist ist schwarz gekleidet. da hast du Es gibt recht. auch Satanisten, die ganz normale Klamotten tragen, pinke Klamotten, blaue Jeans oder Genau. sonst irgendwas. Ja, Das ist richtig. nur der Gothic-Style, der mir persönlich gefällt. Mal Ja. so rum. Ja. Ja, aber du Und weißt ja, das werde meine ich ja auch nicht. Kontaktlinsen gehören zu dem Style und die sind nicht teuflisch oder dämonisch, wie du es das letzte Mal beschrieben hast. Ja, sieht ja gruselig aus. Sieht ja nicht normal aus. Ja, man muss ja wohl nicht immer Ja, normal sieht ja verstörend aussehen. aus. Was Das ist ist ja nicht. normal? Ja, aber für mich ist es halt nicht normal, ne, wenn man so aussieht. Ich glaube, Ja. wenn du normal dich anziehen würdest, ohne diese Augen und diese Mantel, ich glaube, du würdest viel hübscher aussehen, als du da mit diesem Mantel da rumläufst und da dein Gesicht anmalst. Ich weiß ja nicht, ob dein Gesicht angemalt ist. Nee. Aber ich glaube, du wärst viel hübscher. Und. Ich bin auch so hübsch, mit Ja, und aber ungeschminkt. Ich weiß, wie das ich sieht ja bin. auch ein bisschen wirklich gruselig aus, ne? Wenn man so Kontaktlinsen sich reinballert, wo man wirklich aussieht, wie ob man aus der Weißt du, Psychiatrie warum ich gekommen so ist. häufig bei dir eigentlich drin bin, bei dir in deinem Live? Weil Ja. mich diese Vorurteile nerven, die du rausballerst über Satanisten. Ich weiß nicht, warum du das machst, aber wir trinken kein Blut, wir opfern Ja. keine Kinder, keine Ja. Tiere. Ich habe zwei Katzen zu Hause, die liebe ich abgöttisch. Ja, kann ja sein, dass du da so auf Bibi Blocksberg-Style da bist, so da auf Ja, genau. Bibi-Style. Und dieses alleine dieser Satz schon immer Nein, aber guck Hobby-Satanistin. mal, ich kann Das dich ist. verstehen. Ich sag ja nicht, dass ihr jetzt alle Blut trinkt, aber ich auch nie behauptet. Ich rede von den Oh doch, großen doch, Sachen. doch, doch. Ich sag nur ein Auge und dann deine Freimaurer. Darum bin ich so häufig bei dir drin gewesen. Ja, aber guck Ich mal, habe nur diese Leute, gewartet, die bis das. ich endlich mal live gehen kann. Warte doch mal bitte, Bibi Blocksberg, kannst du mich mal bitte ausreden lassen? Stolze Ja, Satanistin. klein Danny, ich lass dich.
Guck mal, erstmal diese, da gebe ich dir recht, es gibt unterschiedliche Satanisten. Es gibt einmal so Hardcore-Satanisten in Anzügen, die wirklich Satanisten sind, und dann gibt es einmal diese Satanisten wie du, die so die 0815-Satanisten sind. Aber betest du dann auch Satan an? Nein, nein, betest du dann, warte definiere noch mal bitte, hallo, ich habe noch nicht zu Ende definiere geredet. mir Hallo, Hardcore-Satanisten. betest du denn überhaupt, was betest du denn an? So, was machst du denn so? Reacher-Brett, was machst du denn? Erst definierst du mir Hardcore-Satanisten. Ja, Hardcore-Satanisten sind die, die ganz normal so dicke, schöne Mercedes fahren, die dann so in der Politik sind oder in der Musikszene sind und die dann auch dann brutale Rituale machen, ne? Du Opferrituale, hast ne? überhaupt Die keine dann, Ahnung von Satanismus, ey. ja, Das gut, ist dann hast du mehr Ahnung, unmöglich. Bibi. Da hast du ja wohl, ja, Ja. gut. Ja, okay, dann was sind denn Satanisten? Was sind denn in deinen Augen Hardcore-Satanisten? Erzähl mal, Es komm. gibt keine Hardcore-Satanisten. Ja, hast du Weil dich der falsch kommt mit schon wieder informiert. zu dem Nein, Thema nein, 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 Blut nein. Hast du dich trinken. überhaupt, kennst dich ja gar nicht aus. Du musst von deinem Ja, Bibi du Blocksberg-Trip verrätst mich. runterkommen. Oh, du bist so ein Kleinkind. Nein, nein, das hat nichts mit kleines Kind zu tun. Das ist doch Doch. nicht normal, das ist doch nicht normal, wie du aussiehst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ah, Komm zu jetzt dem Herrn aber Jesus persönlich. Ey, Christus. Kerl, du bist Stolze Satanistin? 32 Jahre. Ja, guck mal, stolze Und du Satanistin. benimmst dich wie ein pubertierender Kerl, der Ja, Follower ich sucht. bin nämlich voll normal. Ich bin nämlich normal. Ich bin hier, um das Evangelium zu verkündigen, damit deine Oh Seele ja, gerettet wird. Ja, Ich so will, benimmt dass sich deine Seele definitiv auch ein gerettet wird. Christ. Ja. Natürlich, ich will, dass deine Seele gerettet wird. Wo gehst du denn hin nach dem Tod? Du wirst doch nicht mit Satan auf einem Thron Na, sitzen. hoffentlich nicht zu dir. Ja, und ich wünsche mir, dass du zu mir kommst. Ich wünsche es Ja. mir. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du gerettet wirst und von neu geboren wirst und nicht verloren gehst. Du hast doch gar keinen Frieden. Das meinst du? Kennst du mich? Kennen wir Ja, was uns? machst du denn da? Sind wir schon Warum Kaffee nennst du dich trinken überhaupt gewesen? Satanistin? Erklär mal, warum nennst du dich überhaupt so? Warum nennst du dich so sa stolze Satanistin? Allein stolze Satanistin. Liebst du denn Satan? Frag ich dich. Wer ist denn Satan Das für ist. dich? Wer ist er denn für dich? Diese Frage alleine schon wieder. Oh Mann, ey. Ich weiß auch, was das jetzt rausführt, aber ich kann es dir beantworten. Ja, dann beantworte. Wie für euch Gott. Gott ist für euch ja euer, wie sagt man, euer Erlöser. Und für mich ist Satan ein Wesen, ein Freund. Ein Freund. Und nicht das Böse, als was ihr es hinstellt. Natürlich ist er das Böse. Er ist die listige Ja, laut Schlange. eurer Bibel. Laut eurer Ja, Bibel. weil die Bibel hat recht und die Bibel ist das Wort Gottes. So ganz Ja, einfach. ja. Wie sagt, wie meinst du das, Satan? Warte mal ganz kurz. Wie Ah, meinst jetzt du hast du die Satan? Kommentare wieder Warum lachst du darüber? Was ist los? angemacht. Oh, passt schon, ey. Das ist so ein Kinderkack hier. Nee, das ist Ich kein hab's nämlich schon Kinderkacke. Das gedacht. ist Am Anfang so Kinderkacke, was du da machst. freundlich wie bei den Trovatos und dann kam diese Story mit dem ein Auge schon wieder. Oh nee, Ja, du sorry. hast ja null eine Ahnung, sage ich ja. Du bist auf deinem Bibi Blocksberg-Trip da hängen geblieben. Ja. Und denkst jetzt so, weil du 33 bis ein Jahr älter bist, dass du jetzt Ja, voll wir die kennen uns. reife Erkenntnis Ja. hast und reife Frau bist. Ich sag das Ja, ja in der Danny, Liebe wir und kennen uns Demut. persönlich. Ja, Nein, aber du warum weißt, nennst wo du dich ich wohne stolz und wir Satan? kennen Die echten uns. Satanisten, ne? Die echten Satanisten, die würden dich auslachen. Ehrlich jetzt. Ich Ja. meine das nicht böse. Das ist nicht, Du um dich bist zu aber zum demütigen. Lachen. Nee, ist ehrlich so. Die echten Satanisten, die würden dich auslachen. Deswegen sage ich dir, komm lieber zu den Herrn Jesus Christus. Komm lieber zu den Herrn. Der wird dich frei machen. Und der macht dich auch frei. 100%, verspreche ich dir. Also, du haust ein und dieselbe Story immer und immer wieder Ja, der Herr raus. Jesus sagt, Das geht ist hinaus in aller Welt langweilig. und verkündigt das Evangelium. Und ich sehe, du bist ein kranker Mensch. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich sehe, dass du verbittert bist, dass du da in einer Welt, dir deine Welt Ja, genau. aufgebaut hast. Komm, ich sage dir, geh auf die Knie und lerne den Ja, wahrhaftigen aber Gott nicht, kennen. aber für Wer ist wen denn anders? eine Aber sag Frage? jetzt noch nichts Genaueres, weil wir hier über TikTok sind. Ja, aber warte mal, was ist denn, was macht ihr denn so? Trifft ihr euch so? Was ist da? Hast du so einen Freundeskreis? Was macht ihr denn? Ich habe Freunde, aber mehr werde ich dazu definitiv nicht sagen, weil dich Ja, das auch was ist einfach denn gar so für nichts dich angeht. Satanismus? Ja, aber was ist denn für dich dieses umgedrehte Kreuz? Du hast echt keine Ahnung, was ein umgedrehtes Kreuz bedeutet.
oder? Warum hat Danny eigentlich ein Babyengel an der Wand? Das ist eine Statue, die gehört meinem Vater. Also ich habe damit nichts zu tun. Der sammelt halt sowas. Aha, okay, ja, so siehst du aus. Das Aber umgedrehte Kreuz ist die nochmal Ablehnung zurück. eurer Stolze Geschichte, Satanistin. eurer ganzen Religion. Wir haben keine Religion, wir haben einen Glauben, Satanistin. Ja. Aber guck mal, ich kann sagen, ich liebe dich, weil ich dich wirklich liebe. Und du wirst verloren gehen. Und der Satan ist nicht dein Freund. Das ist ein Mörder, ein Lügner, ein Verführer ist er, eine Schlange, er ist listig. Wie kannst du sagen, der Satan ist dein Diese Story Freund? ist alt. Wie, die Story ist alt. Was meinst du damit? Ja, haust du immer wieder raus. Ja Du gehst und? im Endeffekt nach einem Buch. Ja, Ja und? wow. Ja? Nach was Ja. gehst du? Ich weiß, dass es nicht der Fall ist. Ja, nach was gehst Fertig. du? Nach welcher Lehre? Ihr behauptet, er ist böse. Ihr behauptet, oh, listig und Ja, natürlich. Störer und Ja, alles ist natürlich. Satan. Ein Auge ist Satan und ihr berühmt ist, oh, das war Satan. Es ist in Dann euren schmeckt dir Augen nicht, ne? alles satanisch. Das ist selten. Ja, schmeckt dir nicht, ne? Es ist einfach, naja, sagen wir es jetzt. Ich Wie würde bitte? anders reden. Ja, aber was ich ja, ich bringe ja Beweise und Fakten. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich würde anders reden. Guck mal, stolze Satanistin. Ich sage dir echt in Liebe und Demut, hör auf damit. Komm zu den Herrn Jesus Christus und tu Buße. Betest du denn den Satan an? Betest du ihn an? Weißt du, was Die Frage ist, atheistischer ich kann dir einfach Satanismus sagen, ist? ja oder nein. Weißt du, was atheistischer Satanismus ist und theistischer Satanismus? Ich Also bin warte mal, du bist theistische. At du bist jetzt, warte, was, wie jetzt? Erklär's mir mal. Siehst du, du hast dich nur informiert. Doch, doch, ich habe mich informiert. Erzähl mal. Ich will, Ja, dass du das okay. in den. Ich bin theistische. Dann google schnell. Google hilft dir Nee, bestimmt. brauche ich Du nicht googeln, kriegst. aber wie kann das denn sein? Wie? Wie kann das denn? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ist doch voll, das ergibt Was ja ist null Sinn. denn eine theistische? Was ist eine theistische Satanistin? Du glaubst nicht an Gott, richtig? Habe ich recht? Dann wäre Du ich eine glaubst nicht an. Ja, du glaubst. atheistische. Ja, du glaubst nicht an Gott. Ist das richtig? Antworte doch ja Ich oder glaube nein. sehr wohl auch an Gott, aber ich verehre ihn nicht. Okay, du verehrst ihn nicht. Okay, also du glaubst an einen Gott. Okay. Warum verehrst du ihn nicht? Wieso verehrst du jemanden, der erschaffen worden ist von Gott? Das gehört zu dem, was ich definitiv nicht auf TikTok preisgeben werde. Red mal dann Was so denn? Was denn? Sag mal hypothetisch, nochmal, was denn? bestimmt Was so. willst du nicht Jeder preisgeben? hat seine eigene, sagen wir es mal, um es kurz zu formulieren, weil ich auch nicht Aber lange was hast 10 du denn Euro von online war. Satan? Weil Was gibt es er gibt auch dir Leute, denn? die es auch Leute gibt, die arbeiten müssen. Um es kurz und bündig zu machen, jeder Satanist hat seine eigene Geschichte, wie er dorthin gekommen ist. Fertig. Ja, machst du denn Rituale so? Machst du denn irgendwelche Rituale? Machst du Ja, das? aber ich schlachte keine Welche Tiere, ne? Ich Rituale trinke auch machst du kein denn? Tierblut. Was für Ja, Rituale welche sind das Rituale macht denn? ihr denn? Es gibt Leute, die machen Rituale zu Hause alleine, in einer Gruppe. Ja, okay, welche Rituale machst du denn? Mein Gott, es gibt unterschiedliche. So Da kannst du Kerzen mich machen einen und so, sag Scheiß doch mal. nennen. Wie bitte? Jetzt habt ihr beide auf einmal geredet. Ja, Bruder, rede du erstmal, Angelo. Also machst du so das Licht so langsam dunkel, Kerzen an, fangst langsam an mit so gewisse Rituale wie kleine Gebete, so Beschwörungen. Ist das schon in die richtige Das sind Richtung? Beschwörungen. Das sind Beschwörungen, ja. Ja, richtige Richtung, ne? Mit den Beschwörungen und so weiter. Und da machst du halt so lange, bis halt so eine gewisse Antwort kommt. Sehe ich das richtig? Es kann eine Antwort kommen, ja. Ja. Und Es kannst du dann nicht, das versuchst. ist genauso, du kannst nicht sagen, keine Ahnung, wie soll ich es am besten jetzt so formulieren. Kannst du sagen, okay, jetzt kriege ich eine Antwort, Batsch.
Ich weiß, welche Antwort ihr meint. Ich weiß das. Ich weiß, in welche Richtung auch. Okay. So, jetzt habt ihr erstmal Verstärkung bekommen von der Hexenkönigin. Damit müsst ihr nicht Hexenkönigung, alleine Danny, du musst noch einiges sein. lernen. Das habe ich dir schon gesagt. Hi! Was ist denn hier Hey, los? hey, TikTok kann mich sperren, wie ich will. Ich jetzt kehre ist die immer zurück. Verstärkung hier. Jetzt ist Was ist jetzt Verstärkung los? hier. Wo bin ich Verstärkung? Vielleicht bin ich ja jetzt Christ geworden, mein Freund. Ja, dann freue ich mich darüber. Dann würde ich vor Freude dich umarmen Ich und habe dann werden sogar wir schon, enge ich habe Jude. heute sogar schon gebetet. Ja. Zu Gott? Ja, zu Gott. Zu den Gott hat allmächtigen, in echten meinen Gott? Traum, Gott hat in meinen Traum gesprochen zu mir, Ja. dass er mir den Weg öffnen und zeigen will und mir die Ja. Richtung weisen will. Und hast du es angenommen? Ich habe gesagt, zeige mir die Richtung, aber lass mich vorher bitte noch den Traum zu Ende träumen. Ja. War so ein schöner Traum. Ja, das war ein Ja, hast sehr du denn schöner das Traum. Hexenkönig da? Hast du denn das Video dir angeschaut, was ich dir gezeigt habe? Ja, das hat mich richtig zur Erleuchtung gebracht. Aber das war keine Antwort auf meine Frage eigentlich. Nein, 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 das war einfach nur so ein Video, aber hast du dir angeschaut, ne? Ja, habe ich angeschaut, jedenfalls Okay. versucht. Und hast du dir da eine Bibel bestellt oder? Nein, ich habe mir keine Bibel bestellt. Du hast mir doch die Bibel-App empfohlen. Ah, hast du die runtergeladen? Das ist ja gut. Natürlich, sogar die Sehr schön. Ja, Schlachter-Version. schön. War schön, ehrlich. Also, das freut mich richtig. Also, wenn das Ja. alles stimmt, ich glaube ihr jetzt auch, dann erfreut das mich richtig. Auf jeden Fall. Da fehlt nur noch die stolze Satanistin. Kannst du aber schön vergessen. Zudem, apropos, weil du ja immer, das ist allgemein hier in diesen Chats sehr weit verbreitet, lest doch mal die Bibel. Lest sie mal. Ganz ehrlich, wer sagt, dass wir die nicht selber gelesen haben? Ich Ich weiß, war dass ihr die ganz weit, liest. bevor ich Satanistin war, war ich Ministrantin. Hättet ihr Ah, wohl ne, so. Ahnung davon haben? Ich habe den nicht Könnt mir verstanden. ungefähr die Definition Ministranten vorstellen. Ministranten. In der katholischen Kirche kannst du dir ungefähr vorstellen. Ah, okay. Okay, stolze Satanistin. Wir waren ja in ein nettes Gespräch gerade noch mit den Beschwörungen, mit der Antwort. Ich weiß, was du auch mit Antworten meinst, in welche Richtung das auch geht. Ihr geht auch in diese Richtung, sagen wir mal, ihr fragt immer erstmal so nach, ob das so ein guter Geist dahinter ist oder ein schlechter Geist. So in die Richtung wollt ihr erstmal hingehen, ne, um fragen. Ist das ein Ja, guter wir Geist müssen vor nur euch, ein schlechter spüren. Geist? Wir wissen, was wir können. Okay. Und dann stellt ihr gewisse Fragen über die Zukunft generell halt, ne? Da wollt ihr ein bisschen mehr erforschen, ein bisschen philosophieren gemeinsam, richtig? Ja, philosophieren hört sich an, als würde der sich nur würdest einen schönen Kaffee trinken. Ja, so ein Pläuschchen hält man ja mit jemandem, ne? Und dann erhofft man halt Schutz von ich nenne es mal Je Wesen. nachdem, Warum? was du halt bittest, um was du bittest, ob Und was Schutz du oder bist. Gesundheit. Aber Kann ich nicht kurz und fragen? Ruhm und. Kann man auch über Macht und Geistesstand für Danny beten? Also bitten, nicht beten. Ich habe dich hab irgendwas mit Stand verstanden. Kann man für Danny auch beten oder hoffen, dass er auf jeden Fall Verstand kriegt? Und nicht alles und jeder ein Satanist ist. Ja, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Was meinst du jetzt damit? Ja, weil du jeden und alles als Satanist abstempelst.